La Confédération, Madame la Chancelière d'État, Monsieur le Professeur, Mesdames et Messieurs, bonjour, bienvenue à cette conférence de presse consacrée au vote électronique. Avant de passer à ce sujet, à la présentation des personnes présentes sur ce podium, quelques informations sur la séance du Conseil fédéral qui se déroulait ce matin. Vous avez reçu l'ensemble des informations qui vous étaient destinées. Avant que vous me posiez la question de savoir s'il y a eu une discussion sur la politique européenne, je me permets de vous dire que oui, il y a eu une discussion sur la politique européenne, que cette discussion a été entamée par le Conseil fédéral, mais elle n'est pas close. Elle se poursuivra probablement lors de la prochaine séance du Conseil fédéral. Et donc nous vous informerons sur ce sujet quand les décisions auront été prises. Est-ce que vous avez autrement des informations que vous souhaitez recevoir sur la séance qui s'est déroulée ce matin ? Ce n'est pas le cas, donc je vous propose de passer au thème de cette conférence de presse, à savoir la mise en exploitation du système de vote électronique. Pour parler de ce thème, aux côtés de Monsieur le chancelier de la Confédération, j'ai le plaisir d'accueillir sur ce podium Madame Barbara Schubach-Guggenbühl, la chancelière d'État du canton de Bâle-Ville et présidente de la Conférence suisse des chanceliers d'État, ainsi que Monsieur le professeur Ulrich Ulte-Snitsche, professeur d'informatique au département d'informatique de l'Université de Fribourg. Les trois intervenants s'exprimeront brièvement sur le sujet et nous prendrons bien sûr vos questions sur ce thème. Monsieur le chancelier, vous avez la parole. Vielen Dank, sehr geehrte Frau Präsidentin der Staatsschreiberkonferenz, sehr geehrter Herr Professor, sehr geehrter Herr Vizekanzler, meine sehr geehrte Damen und Herren. Der Bundesrat hat heute der Bundeskanzlei beauftragt, eine Vernehmlassungsvorlage zur Überführung der elektronischen Stimmabgabe in den ordentlichen Betrieben auszuarbeiten. Was ordentlich in diesem Zusammenhang heißt, werde ich gleich noch sagen. Mit diesem Beschluss hat der Bundesrat seine Haltung zu E-Voting vom 5. April 2017 bestätigt. Damals, Sie erinnern sich, hatte er der Bundeskanzlei den Auftrag erteilt, die Arbeiten für die Einführung von E-Voting mit den Kantonen aufzunehmen. Zusätzlich sollten Bund und Kanton Schritte zur Dematerialisierung der Stimmabgabe in die Wege leiten, also zum teilweisen oder vollständig papierlosen Verkehr. Pour mettre en œuvre la décision d'avril 2017, nous avons nommé un groupe d'experts, 13 membres, dans lequel les cantons, le monde scientifique, l'administration, des informaticiens spécialisés, des politologues et des juristes étaient représentés. Vous trouverez le rapport final, je crois que vous l'avez, de ce groupe d'experts dans le dossier de la conférence de presse de ce jour. Le Conseil fédéral en a pris acte aujourd'hui. Le groupe d'experts avait pour objectif principal de préparer un projet réunissant les modifications législatives nécessaires pour faire du vote électronique un canal de vote ordinaire. Il a notamment approfondi dans ce contexte le rôle qui devait revenir à la Confédération en matière d'autorisation et la surveillance et analyser les implications qu'entraînerait une dématérialisation partielle ou complète. Venons-en aux principales conclusions et recommandations de ce groupe. De manière générale, il considère qu'il serait possible désormais de mettre en place à grande échelle le vote électronique de manière sûre et fiable. Les conditions sont ainsi réunies en Suisse pour faire du vote électronique le troisième canal de vote. Trois points sont à cet égard déterminants. D'abord, premièrement, les cantons resteront libres de proposer ou non le vote électronique. De même, les électeurs resteront libres de voter à l'urne par correspondance ou électroniquement. Ensuite, deuxièmement, la Confédération restera compétente pour fixer les exigences de sécurité. Elle autorisera uniquement les systèmes qui répondent à ces exigences. Et enfin, pour ce qui est des modalités pratiques de la mise en exploitation, les cantons conserveront une marge de manœuvre ainsi en ce qui concerne la procédure d'inscription à suivre par les électeurs pour pouvoir voter électroniquement. Die Bundeskanzlei wird nun eine Vernehmlassungsvorlage vorbereiten. Sie enthält die zwei Kernelemente vom Entscheid 2017, also die Etablierung von E-Voting als drittordentlicher Kanal. Und dann zweitens die Schaffung der gesetzlichen Grundlage für die sogenannte Dematerialisierung. Zusätzlich hat der Bundesrat heute weitere Eckwerte definiert bzw. bestätigt, die in die Vernehmlassungsvorlage einfließen sollen. Erstens, wie gesagt, die Kantone entscheiden selbstständig. Zweitens, der Bundesrat bewilligt den Einsatz von E-Voting auch weiterhin. Neu soll die Bewilligung aber unbefristet sein. Sie kann sistiert oder entzogen werden, aber grundsätzlich unbefristet.
Voraussetzung für die Bewilligung ist, dass die Systeme vollständig verifizierbar und zertifiziert sind. Das habe ich letztes Mal hier vorgestellt. Drittens, der Bund regelt auch weiterhin die technischen Anforderungen an die Systeme und an den Betrieb. Viertens, der Bund sorgt für eine klare Rechtslage für die Dematerialisierung. Das ist eine schwierige Frage. Kantone sollen die Möglichkeit erhalten, E-Voting sogenannt papierarm anzubieten. Das heißt, wer sich für die elektronische Stimmabgabe entscheidet, würde nur noch die aus Sicherheitsgründen notwendigen Unterlagen auf Papier erhalten, also den Stimmrechtsausweis mit den Codes für Stimmabgabe und Verifizierung. Fünftens, schließlich soll festgelegt werden, dass die elektronische Stimme barrierefrei abgegeben werden kann. Ein Vorteil also für die Stimmberechtigten mit Behinderungen. Fahrplan, Spätherbst 18 ist die Eröffnung der Vernehmlassung. Mitte 19 dann die Auswertung, Bundesratsentscheid zum weiteren Vorgehen. Es wird eine Gelegenheit sein, für den Bundesrat eine Standortbestimmung auch über die Ergebnisse der Vernehmlassung vorzunehmen. Dann je nach Entscheid, Herbst 2019 Überweisung der Botschaft ans Parlament, Winter 19 bis Herbst 20 die Behandlung in den Räten. Es handelt sich technisch bei der Revision des Gesetzes um einen relativ kleinen Schritt. Was ändert sich konkret, wenn wir in den ordentlichen Betrieb überführen würden? Im Grunde eigentlich wenig für die Kantone. Wie gesagt, sie brauchen nicht mehr für jede Abstimmung eine Zulassung. Heute müssen sie für jede Abstimmung jeweils ein Gesuch stellen um Zulassung. Die Kantone werden damit administrativ entlastet. Sie erhalten zudem etwas mehr Spielraum, beispielsweise bei den Anmeldeverfahren oder bei dem eben erwähnten teilweise papierlosen Stimmabgabe. Für die Stimmbürgerinnen und für die Stimmbürgerinnen ändert nichts. Ihr Kanton kann selbst entscheiden, ob er E-Voting will oder nicht. Und sollte der Kanton den E-Voting-Stimmkanal einführen, dann können Sie immer noch selber entscheiden, ob Sie elektronisch abstimmen wollen oder nicht. Einzelne Kantone werden vermutlich ein Anmeldeverfahren vorsehen. Wer sich bei einer Abstimmung für E-Voting entschieden hat, kann beim nächsten Urnengang wieder zur brieflichen Stimmabgabe zurückkehren oder seine Stimme persönlich im Abstimmungslokal abgeben. Denkbar ist auch, dass einzelne Kantone bei jedem Urnengang die freie Wahl zwischen den drei Stimmkanälen anbieten. Was sich auch ändert, beziehungsweise schon vorher ändern wird, die E-Voting-Systeme der Kantone müssen die erhöhten Anforderungen erfüllen, die der Bund in Gesetz und Verordnung festlegt. Dazu gehören die vollständige Verifizierbarkeit und die öffentlichen Intrusionstests, die wir derzeit mit den Systemanbietern vorbereiten. Im April 2017 hat der Bundesrat zudem entschieden, dass die Betreiber der E-Voting-Systeme den Quellcode ihrer Systeme offenlegen müssen. Und ich habe heute den Bundesrat darüber informiert, dass die Bundeskanzlei ihre Verordnung, das ist eine Verordnung auf Stufe Bundeskanzlei, entsprechend angepasst hat. Ab dem 1. Juli 2018 gilt die Offenlegung des Quellcodes als rechtliche Anforderung an die Systeme vollständiger Verifizierbarkeit. Der Bundesrat ist sich bewusst, dass derzeit einige Bedenken bezüglich E-Voting vorgebracht werden. Und das ist auch legitim und gehört auch zu einer richtigen Debatte. Wir nehmen die geäußerten Bedenken auch sehr ernst. Am Schluss wird der Gesetzgeber eine Abwägung vornehmen müssen. Das ist eine klassische Abwägung. Will er diesen Schritt machen oder erachtet er die Risiken als zu groß? Das wird die Frage sein, die sich der Gesetzgeber stellen werden muss. Ich bin deshalb sehr froh, dass Frau Barbara Schüppach als Präsidentin der Staatsschreiberkonferenz die Haltung der Kantone auch erläutern kann. Die ist in diesem Zusammenhang relevant und auch Professor Ute Schnitsche als Informatikexperte zu Fragen der Sicherheit Stellung nehmen können. Wichtig scheint mir einfach, dass Parlament und Bevölkerung vor allem aufgrund von Fakten abwägen und die Vernehmlassung, die wir jetzt vorbereiten, soll insbesondere der Produktion und dem Austausch solcher Fakten dienen. Aber jetzt gebe ich das Wort gerne weiter an Frau Schüppach. Sehr geehrter Herr Bundeskanzler, sehr geehrte Damen und Herren, wer ist heute nicht digital unterwegs? Wir bestellen unsere Ferien online, wir erledigen die Bankgeschäfte online und wir nehmen elektronisch an den Urnengängen teil. Aktuell ist dies möglich in den Kantonen Aargau, Basel-Stadt, Bern, Freiburg, Genf, Luzern, Neuchâtel und St. Gallen. Die Kantone Glarus, Graubünden, Thurgau und Waadt sind die nächsten, die E-Voting als dritten zusätzlichen Stimmkanal anbieten werden. Die Digitalisierung ist eine gesellschaftliche Entwicklung. Sie betrifft unzählige Lebensbereiche und macht auch vor uns Behörden nicht Halt. Wir, die Behörden, die aus den erwähnten Kantonen, sehen darin eine Chance.
Die Abstimmungsprozesse werden verbessert, es gibt keine ungültigen Stimmen mehr und die Ausübung der politischen Rechte wird für unsere Stimmbürgerinnen und Stimmbürger erleichtert. In Basel-Stadt, in meinem Kanton, können die Auslandschweizer Stimmberechtigten seit 10 Jahren elektronisch abstimmen, seit 2 Jahren auch die Menschen mit einer Behinderung. Und dieses Angebot wird geschätzt. 60% der Auslandschweizer nutzen heute den elektronischen Kanal. Le vote électronique est le fruit de la collaboration entre la Confédération et les cantons. Cette collaboration, qui a été mise en place dès le début du projet, découle de la répartition des compétences entre les deux parties. D'une part, les cantons sont chargés de la bonne tenue et du dépouillement des scrutins, y compris des scrutins fédéraux, car la Confédération n'en s'occupant ni de l'envoi des enveloppes électorales, ni du dépouillement des suffrages. D'autre part, la Confédération édicte les dispositions de procédures qui régissent les votations fédérales et l'élection du Conseil national. Cette compétence normative englobe aussi le vote électronique. Comme il aura été absurde d'établir des règles propres à chaque échelon institutionnel, les cantons ont également repris pour les votations cantonales les prescriptions fédérales qui s'appliquent au vote électronique. Mais ils ont toujours été attachés à un principe, le maintien de la liberté de choix entre les différents canaux de vote. Ainsi, le vote électronique constitue une forme de vote supplémentaire qui vient s'ajouter au vote à l'urne et au vote par correspondance. La répartition des compétences entre la Confédération et les cantons est judicieuse, même à l'ère numérique, car ce sont les cantons qui bénéficient de la proximité avec les électeurs et qui, depuis la fondation de l'État fédéral, ont acquis une véritable expérience opérationnelle en matière de préparation, de tenue et de dépouillement des scrutins. Aujourd'hui, cette proximité et cette expérience nous sont précieuses, notamment à l'heure d'instaurer le vote électronique. Um nun sicherzustellen, dass die bundesrechtlichen E-Voting-Vorgaben mit der operativen Umsetzung und den örtlichen Verhältnissen in den Kantonen und in den Gemeinden kompatibel sind, besteht seit 2005 eine gemeinsame Projektorganisation. Das gemeinsame Vorgehen von Bund und Kantonen soll aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Realisierung von E-Voting letztlich von den politischen Entscheiden in den Kantonen abhängig ist. Ob die Kantone bei Urnengängen zusätzlich E-Voting anbieten, ist ein rein kantonaler Entscheid. Nur wenn im kantonalen Wahlgesetz E-Voting vorgesehen ist, können die Stimmberechtigten dort auch elektronisch abstimmen. Das Parlament in Basel-Stadt hat E-Voting bereits 2008 im Wahlgesetz festgeschrieben und letztes Jahr hat es rund 6 Millionen für die flächendeckende Einführung von E-Voting für alle baselstädtischen Stimmberechtigten bewilligt. Beide Entscheide unterstanden dem fakultativen Referendum. Dieses wurde weder bei der Schaffung der gesetzlichen Grundlage noch bei der Kreditbewilligung ergriffen. E-Voting ist somit im Kanton Basel-Stadt bestens demokratisch legitimiert, genauso wie in den anderen E-Voting-Kantonen auch. E-Voting als dritten Stimmkanal einzuführen, kostet Geld, E-Voting zu betreiben ebenfalls. Der Expertenbericht wartet zu diesem Thema mit guten Botschaften für die Kantone auf. Erstens wird klargestellt, dass die Sicherheitsanforderungen weiterhin auf Bundesebene definiert werden. Die Kantone müssen also auch künftig nicht innerkantonal das Expertenwissen aufbauen, die Fragen rund um eine sichere und unverfälschbare elektronische Stimmabgabe wird auf Bundesebene behandelt und beantwortet. Zweitens kann E-Voting eine spürbare Kosteneinsparung auslösen, wenn künftig das papierarme E-Voting zugelassen wird, wie es der Bundeskanzler bereits erwähnt hat. Entscheidet sich ein Stimmbürger für das elektronische Wählen und Abstimmen, können die Kantone die Zusendung der Unterlagen künftig auf das Zustellen der Codes reduzieren. Die Abstimmungsfragen, das Abstimmungsbüchlein und die organisatorischen Hinweise, die Sie normalerweise in Ihrem Stimmkuvert finden, werden nicht mehr in Papierform verschickt, sondern auf der E-Voting-Plattform zur Verfügung gestellt. Diese Neuerung ermöglicht den Kantonen eine Reduktion der variablen Kosten von 30-75%. Die Wahl des Stimmkanals bleibt aber immer frei. Wenn Sie weiterhin an der Urne abstimmen wollen oder brieflich, dann können Sie das.
Außerdem bringt das vereinfachte Zulassungsverfahren den Kantonen eine Erleichterung, da die Bewilligung, E-Voting zu betreiben, künftig eben unbefristet gilt. Noch ein Wort zur gegenwärtigen öffentlichen Diskussion rund um E-Voting-Systeme. Für uns Kantone ist entscheidend, dass der Bund mit uns zusammen weiterhin und vor allem unaufgeregt den Grundsatz Sicherheit vor Tempo verfolgt. Die Offenlegung der Quellcodes für universell verifizierbare Systeme und die öffentlichen Intrusionstests sind für das Vertrauen unserer Stimmberechtigten zentral. Dieses Vertrauen ist unser höchstes Gut. Und dies vor Augen erachten es die beteiligten Kantone als angebracht, nun weiter voranzugehen. Nach über 200 erfolgreichen Versuchen soll E-Voting als zusätzlicher ordentlicher Stimmkanal etabliert werden. Vielen Dank. Merci, Madame la Chancelière. Monsieur le Professeur, je vous en prie. Sehr geehrter Herr Bundeskanzler, sehr geehrte Frau Präsidentin der Schweizerischen Staatsschreiberkonferenz, sehr geehrter Herr Vizekanzler, sehr geehrte Damen und Herren. Vielleicht ganz kurz zu meiner Person. An der Uni Freiburg forsche ich an Fragestellungen zur Systemzuverlässigkeit. In Zusammenarbeit mit der Berner Fachhochschule in Biel habe ich ein paar Doktorarbeiten im Bereich E-Voting betreut, co-betreut. Und ich war Mitglied der Expertengruppe elektronische Stimmabgabe. Und ich werde Ihnen heute etwas zu den Sicherheitsanforderungen an Systeme zur elektronischen Stimmabgabe sagen, so wie wir sie aus Sicht der Expertengruppe empfehlen würden. Sicherheitsanforderungen an ein Wahlsystem, ob es elektronisch oder papierbasiert ist, sind die folgenden. Einmal die Wahrung des Stimmgeheimnisses, das fällt unter den Bereich Vertraulichkeit, die Nachvollziehbarkeit der korrekten Stimmabgabe durch die stimmberechtigte Person, das ist die individuelle Verifizierbarkeit, und die Nachvollziehbarkeit der korrekten Erstellung des Endergebnisses, das ist die vollständige oder universelle Verifizierbarkeit. Und im Rahmen der elektronischen Stimmabgabe muss dies unter der Annahme möglich sein, dass das System, mit dem abgestimmt wird, sprich mein Computer zu Hause, nicht vertrauenswürdig ist. Und daher kann eine Manipulation bei der Stimmabgabe nicht ausgeschlossen werden. Was ausgeschlossen werden muss, ist die unerkannte Manipulation. Um unerkannt bleibende Manipulationen ausschließen zu können, werden kryptografische Verfahren eingesetzt, auf die ich gleich kurz zu sprechen kommen werde. Die Expertengruppe hat dem Bundesrat in ihrem Schlussbericht vorgeschlagen, beim Übergang vom Versuchs- in den ordentlichen Betrieb ausschließlich Systeme zuzulassen, die die genannten Anforderungen von eben technisch erfüllen. Ich zitiere aus dem Bericht: Als zentrale Anforderung an die Systeme und den Betrieb gelten die Umsetzung der vollständigen Verifizierbarkeit sowie der Zertifizierung. Mit der Einführung der individuellen Verifizierbarkeit im Jahr 2015 konnte eine Zwischenetappe hin zur vollständigen Verifizierbarkeit erreicht werden. Auch der Bundeskanzler hat eben gerade bestätigt, dass ein System, um zugelassen zu werden, die Fähigkeit zur vollständigen Verifizierbarkeit besitzen muss. Und dies ist eine wesentliche zusätzliche Anforderung, die im Versuchsbetrieb der elektronischen Stimmabgabe nicht zwingend gegeben war. Und nun technisch werden die Sicherheitsanforderungen folgendermaßen erreicht. Zunächst die individuelle Verifizierbarkeit. Nach der Stimmabgabe wird das System, das die Stimmabgabe registriert, kryptografisch etwas erzeugen, das mit der abgegebenen Stimme verknüpft ist. Zum Beispiel ein Code, der vor Stimmabgabe nur dem bzw. der Abstimmenden bekannt ist. Die abstimmende Person kann dann durch Abgleich mit dem Stimmrechtsausweis überprüfen, ob der Code, der erzeugt wurde, korrekt war, und wird erst dann den Abstimmungsprozess erfolgreich abschließen, wenn dieser Code vorhanden war. Ansonsten wird der Abschluss Zunächst wird dieser Abschluss dann auch kryptografisch bestätigt. Sollte aber die Stimmabgabe manipuliert worden sein, würde ein Code erzeugt, der nicht zum Stimmrechtsausweis passt, und die Manipulation würde sichtbar werden. In diesem Fall würde der oder die Abstimmende den Abstimmungsprozess nicht abschließen, würde ihn eventuell wiederholen, bei erneutem Fehlerfall irgendwann die entsprechenden Behörden informieren und natürlich einen alternativen Stimmkanal für die Abstimmung wählen. Und die Geheimhaltung der Codes, damit die gewährleistet ist, braucht es im Moment immer noch die Basierung auf Papier verbunden mit dem Stimmrechtsausweis.
da das die einzige Möglichkeit ist, diese Kommunikation der Codes sicher durchzuführen. Und an diesem papierbasierten Element wird sich aus Sicherheitsgründen voraussichtlich auch nicht so schnell etwas ändern. Dann die Vertraulichkeit wird durch Mischen erzeugt. Und zwar die Liste der abgegebenen Stimmen, aus der kann aus der Reihenfolge heraus zunächst mal die abstimmende Person ermittelt werden. Deswegen werden diese Stimmen in eine andere Reihenfolge, in eine beliebige, willkürliche Reihenfolge gebracht und kryptografisch verändert, sodass aus der neuen Liste nicht mehr die ursprüngliche Liste abgelesen werden kann. Es findet keine Korrelation da statt. Und weiterhin muss bei diesem Mischen ein kryptografischer Beweis erbracht werden, dass alle abgegebenen Stimmen neu in dieser Liste auftauchen und dass auch keine neuen Stimmen hinzugekommen sind. Und damit ist dieser kryptografische Beweis, von dem ich gerade gesprochen habe, auch das Mittel, um zum Beispiel vollständige Verifizierung durchzuführen. Wenn in jedem Schritt des Verfahrens zur vollständigen Verifizierung, zum Beispiel Mischen, der Beweis erbracht wird, dass genau die abgegebenen Stimmen gemischt wurden, keine Stimmen verändert, weggelassen oder hinzugefügt wurden, dann wird später durch die Offenlegung der Stimmen genau die abgegebenen Stimmen ausgezählt. Und das Ergebnis kann auch eben vollständig verifiziert werden, da diese Beweise, die erzeugt werden, überprüft werden können. Diese vollständige Verifizierung des korrekten Mischens wäre dann entsprechend einer Nachzählung beim konventionellen Urnengang. Et pour que les méthodes cryptographiques fonctionnent, un canal sécurisé est nécessaire à travers lequel les électeurs reçoivent des informations nécessaires pour la vérification individuelle du vote. Par exemple, des codes. Actuellement, la livraison de ces informations se fait par lettre avec le matériel officiel de vote. À moyen terme, la distribution des lettres sera maintenue car actuellement, tous les autres canaux de transmission des informations confidentielles ne doivent pas être considérés comme sûrs et il n'existe donc pas d'alternative sûre à la distribution postale. De ce fait, la volonté de dématérialisation, complète exprimé pour des raisons financières, ne sera très probablement pas réalisable à court terme. Il existe un risque que la disponibilité du système électoral pourrait être attaquée pendant le scrutin, une attaque qui s'appelle « denial of service ». Les méthodes cryptographiques mentionnées n'aident pas dans un tel cas, mais ce qui applique encore, c'est qu'une telle attaque est immédiatement reconnue et ne peut mener à aucune manipulation non reconnue des élections. Pour répéter, seule une manipulation d'une élection qui n'est pas immédiatement reconnue serait une attaque aboutie contre le système d'élection. En résumé, l'ensemble du groupe d'experts est arrivé à la conclusion que, conformément aux exigences techniques surmentionnées et aux modifications législatives correspondantes, des votes électroniques sûrs sont réalisables en Suisse et, à notre avis, cela permet le passage à la mise en exploitation du vote électronique. Gestatten Sie mir zum Schluss noch eine persönliche Bemerkung. Sollte es zukünftig einmal einen Angriff geben, was hoffentlich nie der Fall sein wird, und dieser Angriff würde während der Wahl öffentlich, dann wäre das keine Katastrophe, sondern das eingesetzte System hätte genau das getan, was es tun sollte, eine versuchte Manipulation anzuzeigen. Und diese Feststellung drückt genau das aus, was Sicherheit im Kontext von E-Voting bedeutet, Erkennbarkeit versuchter Manipulationen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und ich werde gerne Ihre Fragen beantworten. Merci, Monsieur le Professeur. Donc, nous pouvons passer à vos questions. Je vous signale peut-être pour information que nous avons aussi un certain nombre d'informations électroniques à disposition, et notamment sur la sécurité du vote électronique. Il y a une vidéo qui est disponible sur le site admin.ch qui explique en peu de mots et en quelques images comment ça fonctionne. Ça peut aider à expliquer les choses. J'ouvre la ronde des discussions. Est-ce que vous avez des questions adressées aux intervenants? Qui se lance pour la première question? Monsieur Lenz?
an den Herrn Bundeskanzler. Sie haben gesagt, Sie nehmen diese Bedenken, die vorgebracht werden, ernst. Bisher hat man den Eindruck, Bundeskanzlei und Bundesrat lassen sich von ihrem Fahrplan nicht beirren. Es geht einfach etwa so weiter, wie Sie das schon letztes Jahr, als die Debatte noch nicht so heiß war, angekündigt haben. Woran genau, wie wollen Sie uns glaubhaft machen, dass Sie diese Bedenken ernst nehmen? Ja, also erstens einmal, dass wir überhaupt diesen Prozess jetzt lancieren, hat damit zu tun, dass wir die Debatte suchen. Man hat uns ja auch vorgeworfen, Einzelne, man mache das hinter dem Rücken, sei nicht demokratisch. Wir streben ja jetzt extra eine Vernehmlassung an, damit man diese Debatte auch führt. Ich finde die Sicherheitsbedenken, die man hat, auch legitim. Ich habe gerade kürzlich eine Veranstaltung organisiert, für und gegen. Wir haben einen Gegner eingeladen und einen Befürworter, und die haben dann auf dem Podium sich die Gegenargumente und Argumente liefern können. Wir machen diese Informationsveranstaltungen auch. Wir versuchen wirklich, das zu ermöglichen, dass eine Gewichtung dieser Argumente möglich ist, weil es ist uns auch klar, das ist sehr eine technische Angelegenheit, kryptografische Protokolle, Quellcode offenlegen, Intrusionstests, Zertifizierung von unabhängigen Gremien, das ist eine schwierige Ausgangssituation für den Einzelnen. Und er hat dann gleichzeitig Meldungen über gehackte Systeme hier oder einen Angriff dort, auch wenn das andere Maschinen sind oder andere Computer, er ist dann trotzdem verunsichert. Und das, glaube ich, das muss man schon auch ernst nehmen. Das sind auch Dinge, die man gehabt hat in anderen Debatten. Wenn Sie die Debatte vergleichen mit den Atomkraftwerken oder so, das sind auch Bedenken, die dann einfach aus einem Gefühl der Unsicherheit entstehen. Und das, glaube ich, müssen wir aufnehmen. Und das ist auch gerade der Prozess, den wir jetzt anstreben, dass wir das machen. Und dann machen wir nach der Vernehmlassung machen wir eine Standortbestimmung. Dann sagen wir, okay, wollen das die Leute? Wollen die dieses Risiko eingehen oder empfinden sie das Risiko als zu groß? Wie steht es mit den Kantonen? Wie ist das Verhältnis von den Wünschen Auslandschweizer, Inlandschweizer? Wie sieht das aus? Also das sind diese Fragen, die wir dann dort gewichtet werden. Aber es ist ganz sicher legitim, dass man diese Bedenken hat, und das wollen wir in diesem Prozess jetzt aufnehmen. D'autre question sur ce sujet? Monsieur Meder? Ich habe zwei, drei technische Fragen. Also das eine ist diese Dematerialisation. Das ist ja keine vollständige, wenn ich das richtig verstanden habe. Das soll jetzt auch in diese Vorlage über die Vorlage, die Sie ausarbeiten, einfließen. Habe ich das richtig verstanden? Also es ist so, die Dematerialisierung ist ein Anliegen, das auch mit ökonomischen Interessen verbunden ist, oder? Weil die Kantone verschicken ganz viel Material. Und gleichzeitig ist es mit Sicherheitsbedenken verbunden, weil dort findet ja auch ein Prozess statt, der Stimmausweis und so weiter wird überliefert. Und was wir jetzt der Expertengruppe gesagt haben, prüft das einmal. Was kann man da machen? Und die Expertengruppe ist jetzt zum Schluss gekommen, dass eine Form von einem papierarmen, das ist nicht ein papierloser, aber ein papierarmer Verkehr möglich wäre. Wir werden das jetzt schauen, wie wir das in eine Form umgießen können, damit in der Vernehmlassung ein Text dasteht, dass man das den Kantonen erlaubt, dass sie zum Beispiel verzichten könnten. Also dass ein Stimmbürger sagt, ich möchte elektronisch abstimmen, und dann für jenen Stimmbürger, dass man ihm dann nicht mehr die ganze Dokumentation schickt, nur noch der Teil, der sicherheitsrelevant ist, also dort, wo der Code drauf wäre und so. Und dann noch zu dieser Verordnung, die Sie ja jetzt schon in Kraft setzen auf den 1. Juli. Diese vollständige Verifizierbarkeit bzw. die Offenlegung des Quellcodes bei vollständig verifizierten Systemen, das gilt ja ab sofort, aber es gibt ja noch gar keine Systeme, die vollständig verifizierbar sind. Ja, das ist richtig. Es gibt Anbieter, die das in Aussicht gestellt haben bis Ende dieses Jahres, und wir gehen davon aus, dass sie das schaffen. Und wir sagen einfach, wenn sie über einem gewissen Elektorat anbieten wollen, dann müssen sie vollständige Verifizierbarkeit haben. Also wenn Sie zum Beispiel jetzt 100% Ihrer Stimmbürger, die Inland- und die Auslandschweiz, dann müssen Sie ein solches Gesuch stellen für vollständige Verifizierbarkeit, sonst werden Sie das nicht machen können. Und dann für den ordentlichen Betrieb sagen wir dann in den vollständigen Verifizierbarkeit, das würde damit im Inkraftsetzen des Gesetzes kommen.
Und noch das Dritte, diese Intrusionstests, die sind ab wann, auch ab jetzt, bei der gleichen Grenze dann Vorschrift? Intrusionstests meinst du? Genau. Ja, das haben wir in Aussicht gestellt. Wir untersuchen jetzt, wie genau die technische Abwicklung wäre, aber das würde ja vor dem Inkrafttreten des Gesetzes bereits passieren. Prochaine question. Y a-t-il encore des questions? Oui, Madame Christine. Eine Frage an Frau Schüppach. Sie haben uns ja die vielen Vorteile auch aus Kantonssicht erläutert. Jetzt war ja mal das Ziel, dass bis zu den Wahlen 2019 zwei Drittel der Kantone E-Voting anbieten. Aber das scheint ja nicht zu klappen. Warum denn nicht? Das ist richtig. Wir haben mit dem Bundeskanzler eine Absichtserklärung unterzeichnet, dass wir dieses Ziel erreichen wollen von Seiten der Kantone. Ich habe Ihnen dargelegt, es ist immer der Entscheid des kantonalen Parlaments, ob E-Voting eingeführt werden soll. Das ist die kleine Unsicherheit, die Sie haben, wenn Sie eine Absichtserklärung unterzeichnen. Aber wir sind überzeugt, dass es diese drei Vorteile hat, eben ortsunabhängig und vor allem, das finde ich ganz entscheidend, dass es keine ungültigen Stimmen mehr gibt. Wenn Sie sich nur kurz erinnern an die Kommunalwahl im Kanton Zürich, die hatten horrende Prozentualsätze von ungültigen Stimmen, 20-25%, zum Teil in den Gemeinden. Das gibt es nichts mehr mit E-Voting. Deshalb, das ist einer der Vorteile, die wir wollen. Und das andere, das haben Sie recht, wir arbeiten weiter daran. Es gibt Kantone, ich glaube gerade St. Gallen, das die Ausdehnung beschlossen hat. Hier, je nach Kanton, läuft die politische Diskussion unterschiedlich. Aber das Ziel ist klar, wir wollen diese erreichen und brauchen deshalb auch diese Grundlage, um es in den ordentlichen Betrieb überführen zu können. Monsieur Lenz? Nochmals an den Herrn Bundeskanzler. Wenn Sie auf eine mögliche Bundesratsvakanz angesprochen werden, sagen Sie immer wieder, Sie würden diese jetzige Tätigkeit im Hintergrund schätzen. Jetzt betreuen Sie ein Geschäft, das möglicherweise ins Parlament und dann vors Volk kommt, um das schon jetzt eine sehr hitzige Debatte sich entsponnen hat. Wie schauen Sie dieser Debatte entgegen? Müssen Sie am Ende doch noch Politiker werden? Ja, das ist eine schwierige Frage. Nein, ich halte das schon aus, wenn es nicht zu oft ist. Aber es ist auch eine Debatte, die ich finde, die ist jetzt nötig, weil es eben so viele Elemente dafür und dagegen gegeben hat, die zum Teil einfach auch nicht richtig geführt worden sind. Da ist so viel erzählt worden oder so viel durcheinander gemacht worden. Ich glaube, das ist auch Zeit, dass man diese Diskussion jetzt ein bisschen sucht und sagt, okay, jetzt nehmen wir einmal auseinander, was ist genau in Norwegen passiert, weshalb hat man einen Hackerangriff in Amerika gehabt und was ist das für ein System gewesen und hat es wirklich einen Hackerangriff gegeben, einen erfolgreichen in Genf und solche Dinge, dass man diese Diskussion, aber es ist nett, dass Sie sich Sorgen machen um mich, ich freue mich. Monsieur Meder? Vielleicht ganz grundsätzlich, mein Eindruck oder meine These, meine Behauptung ist, der Wunsch nach E-Voting in der Bevölkerung ist das nicht etwas, was man jetzt wahnsinnig stark vermisst. Herr Thurner, ist das auch ein bisschen ein Prestigeprojekt des Bundes oder auch von Ihnen persönlich? Nein. Aber ich habe das schon vor meiner Wahl gesagt. Ich glaube, es ist Zeit, dass man hier eine Klärung vornimmt. Nach etwa 200 Versuchen sollte man schon in der Lage sein zu sagen, ist das jetzt etwas, was wir machen wollen oder ist das etwas, was wir... Und ich akzeptiere auch, wenn der Gesetzgeber sagt, das wollen wir nicht, die Risiken sind zu groß, dann soll es auch so sein. Aber ich finde, ein Prestigeobjekt ist es sicher nicht. Es ist jetzt eine lange Zeit gewesen. Ich finde, es gibt genügend Gründe und genügend Vorteile, dass man das auch anführen kann. Wir haben immerhin 10% unserer Bevölkerung lebt im Ausland. Und die profitieren natürlich. Wir haben eine Abstimmung, wir zählen das ja jeweils und fragen nach. Mehr als die Hälfte jener Leute, die am 4. März abgestimmt haben, und die E-Voting benutzen konnten, haben dann auch E-Voting benutzt. Also offensichtlich entspricht es auch einem Bedürfnis. Wie groß man es dann vermissen würde, wenn man es nicht kommt, ist dann wieder eine andere Frage. Aber es ist so, der briefliche Stimmkanal, das hat Jahre gedauert. Der erste Vorstoß wurde 1933 eingereicht für die briefliche Stimmabgabe. Und die Tessiner haben es wie lange? Seit etwa 7 Jahren. Oder das sind Prozesse, die lange gehen. Man muss da auch Verständnis haben. Es gibt Unsicherheiten, aber es ist sicher kein Prestigeobjekt von mir persönlich.
d'autres questions? S'il n'y a plus de questions, nous concluons cette conférence de presse ici. Je vous remercie à toutes et à tous et vous souhaite une excellente soirée.